Hallo! So, heute ist wieder ein Nageldesign-Tag. Heute geht es um dieses Nageldesign. Ich nenne es mal Spitze. Ja. Der Nagel ist noch frei, den werde ich jetzt mit euch machen. Also, ihr braucht einmal einen Unterlack. Ich habe mich für einen dunkelroten von Essence entschieden. Es ist die Nummer 100. 113, Do You Speak Love? Dann eben halt ein Unterlack, ne? Ein Base von Essence. Und dann habe ich mir einmal noch einen schwarzen Gitterlack aus einer LE genommen. Aber da könnt ihr auch jeden anderen schwarzen Lack nehmen. Und einmal ein Stückchen Papier. Und dann habe ich mir einmal den von Essence, den. Hier, den Nailart Pinsel eben halt hier gekauft. So, dann werdet ihr jetzt einmal das Papier benutzen. Dann einen Punkt drauf machen, also Nagellackfarbe. Und ich nehme jetzt einmal das Farbe aus der. Dann geht ihr da mit dem Pinsel rein und nimmt die Farbe. Und ich habe jetzt einmal rundherum einmal diesen schwarze Linie hier gezogen. Es ist schwer, man braucht auch Übung für das. Aber sonst geht es eigentlich ganz gut. So. Ihr könnt dafür auch übrigens jeden anderen Pinsel jetzt benutzen, aber ich habe den jetzt eben halt von Essence. Oh, tut mir leid, ich bin momentan ein bisschen krank. So, jetzt habe ich hier einmal einen Halbkreis gezogen. Weil das ist wert die Spitze. Die ich schwarz ausmalen werde. Aber mit dem Pinsel von dem Lack. Werde ich das jetzt ausmalen. Dann könnt ihr jetzt einmal euren schwarzen Nagel wegnehmen. Und jetzt eben halt die Spitze hier vorne einmal ausmalen. So, dann habt ihr hier immer so eine schöne schwarze Spitze. So, und jetzt mache ich hier noch an der Seite, weil das hier an der Seite irgendwie nicht so gut geklappt hat, mache ich das jetzt so ein bisschen schwarz an der Seite. So wie da. So, jetzt ist da so ein ganz Punkt. Dann nehme ich noch ein Wattepädchen und mache das restliche Schwarz einfach ein bisschen ab. So, und dann habt ihr da auch so eine dickere Linie. Aber es ist manchmal dicke, manchmal eine dünne Linie. So. Und jetzt nehmt ihr dann euch, wenn euer Schwarz, nehmt ihr, macht ihr, jetzt haben wir einmal hier so einen schwarzen Kreis einmal um den Nagel. Und jetzt nehmen wir uns mal wieder die Farbe. Und dann zieht ihr von hier, fangt hier an und dreht dann den Nagel einmal so. Dann könnt ihr da, wenn das jetzt ein bisschen aufgehört hat, die Farbe, könnt ihr da wieder dann ansetzen. Und dann habt ihr so einen Streifen. Und dann hier setze ich noch einen hin. Da setze ich noch einen hin, der gerade nicht gelang ist. So. Und dann noch hier oben. Ne, ich lasse das jetzt bei denen. Und dann sieht das auch schon so aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ich hoffe, es hat euch jedem mal gefallen. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.
Tschüss.